Winnetou und Old Shatterhand. Die Tramps vom Kansas River. Let's go! Kapitel 27. Im Jahr 1541 setzte der spanische Eroberer Francisco Vázquez de Coronado, übrigens als erster Europäer, einen Fuß in die Gegend des heutigen Kansas. Die Spanier führten auch bereits Pferde in der Gegend ein, was rasch zur Zuwanderung indianischer Nomadenvölker führte. So wurden die alteingesessenen Stämme durch die Kensa, Wichita, Osagen, Kiowas, Apachen und Comanchen verdrängt. Den Spaniern folgten die Franzosen. Erst im Jahr 1724 ließ der Kommandant eines französischen Postens am Mississippi eine Handelsstation an der Mündung des Kansas River errichten. 1803 fiel das gesamte Gebiet westlich des Mississippi im Louisiana Purchase an die USA. Da alle bei dem Ritt sehr schweigsam waren, selbst Dr. Rost, konnte ich meinen Gedanken ungehindert nachhängen. Auf einmal wurde der Pfad wieder schmaler, sodass wir gezwungenermaßen in einer langen Reihe hintereinander herreiten mussten. Nene Posta war mir, dem zweiten Reiter, vielleicht 3, 4 Pferdelängen voraus. Da sich der Weg hier in Windungen schlängelte, war mir der Osage kurz zuvor aus dem Blickfeld entschwunden, als plötzlich vor mir ein Schuss krachte. Eine hässlich krächzende Stimme war fast zeitgleich zu vernehmen. »Mach ihn kalt, Henk, mach ihn kalt! Du weißt doch, nur eine tote Rothaut ist eine gute Rothaut.« »Dämmt, das sagst du so einfach. Ich hab den stinkenden Innsman nicht einmal erwischt.« »Ja, ich hab schon gesehen. Hat sich gleich vom Pferd fallen lassen und ist hinter die Ohrweide am Wegesrand in Deckung gesprungen.« Das konnte fatal für Nene Posta werden. Denn die Ohrweide war ja eher ein mehrstämmiger, reich verzweigter Strauch und kein echter Baum, bot also nur unzureichenden Schutz. Schon wurde meine Befürchtung bestätigt. »Schieß doch einfach alle deine Kugeln in den vermaledeiten Strauch hinein, Henk. Du wirst ihn schon irgendwie dabei treffen. Die Rothaut scheint jedenfalls keinen Colt zu besitzen, also ist kaum Gegenwehr zu erwarten.« Da war ich schon von Hatatitla hinab, hatte meinen Henrichstutzen aus dem Futteral heraus, vor mir im Anschlag, hastete um die Wegwindung herum und rief dabei mit lauter Stimme, »Das würde ich lieber lassen!« »Hands up! Keine Bewegung, wenn euch euer Leben lieb ist, Menschurs!« »Frei! Was ist das denn? Der rote Kojote ist ja gar nicht allein!« Schon riss der zweite Kerl seinen Colt aus dem Halfter, aber ich war schneller und schoss ihm die Waffe aus der Hand, dass er einen Schmerzensschrei ausstieß und sich die zerschmetterten Finger hielt. Nun sah ich mit einem Blick, dass es genau die beiden Halunken namens Bill und Hank waren, die Winnetou und ich leicht abseits des Wegs am Kansas River belauscht hatten, als diese auf der Suche nach den Tramps waren, denen sie sich anschließen wollten. Hank hatte ja seinen Revolver noch in der Hand. Und mir wäre es vielleicht schlecht ergangen, wenn nicht Sekundenbruchteile nach meinem Henry-Stutzen auch Winnetous Silberbüchse laut gegeben hätte. Der Strolch, der auf den Osagen geschossen hatte, wandte sich nämlich mir zu und drückte auch noch ab. Aber die Kugel des Apachen war schneller, sodass das Geschoss aus dem Colt des Halunken nur aufheulend in den Sand neben seinem Pferd fuhr. Die Waffe wurde dem Kerl dabei förmlich aus der Hand gerissen und barst in zwei Teile. Auf einmal ertönte vor mir ein gellender Todesschrei. Nene Posta war nach unserem Eingreifen hinter der Ohrweide hervorgetreten, hatte seinen Tomahawk gezückt und mit einem gezielten Wurf dem ersten Schützen den Schädel gespalten. Entsetzt sah der zweite Kerl zu seinem Kumpan hin, hob angstbesessen die Hände und schrie panisch, »Der Teufel, bring mich nicht auch noch um, ich ergebe mich ja.« Inzwischen waren auch die Snuffles und Hermann Rost auf der Bildfläche erschienen.
Jim Hoffmann fragte den am Leben gebliebenen Streuner höhnisch. Na, ihr dachtet wohl, ihr habt es nur mit einem Indianer zu tun, was? Ich weiß gar nicht, was wir dachten. Wir haben einfach nur gehandelt. Versucht ihr immer einfach nur so zu handeln? Sprich, Leute umzubringen, die euch gar nichts getan haben? Das ist doch nur ein Indianer. Winnetou trat vor und sagte mit zorniger Stimme, für die letzten Worte sollte euch der Häuptling der Apachen auf der Stelle in die ewigen Jagdgründe befördern. Heavens, tut das nicht. Ich sage schon gar nichts mehr. Ich wollte dem Halunken noch ein wenig mehr Angst machen und bemerkte daher, nach den Gesetzen der Prärie habt ihr euer Leben verwirkt. Gnade, Mister, Gnade, jammerte die traurige Gestalt von einem Mann nun und winselte förmlich um sein jämmerliches Leben. Na, wir sind keine Unmenschen wie ihr, aber Strafe muss sein. Eure Revolver, die eures Komplizen sowie dessen Messer, Gewehr und Pferd kassieren wir ein. Wir lassen euch also nur eure Flinte und euer Messer. Und mein Gaul? Den sollt ihr auch behalten dürfen. Seht zu, dass ihr euren Gefährten nachher anständig begrabt, damit er kein Opfer der Geier wird. Ihr lasst mich also tatsächlich laufen? Der Strolch wollte das gar nicht so richtig glauben. Seht zu, dass ihr umgehend aus der Gegend verschwindet und unterlasst lieber die Suche nach den Tramps, denen ihr euch anschließen wolltet. Das könnte euch sonst schlecht bekommen. Woher wisst ihr? Die wollen wir nämlich unschädlich machen. Das ist doch das höchste der Gefühle, brüstete sich Jim Hoffmann mit stolz geschwellter Brust. Was mich leicht verärgerte, denn es ist nie gut, wenn man seinen Feinden seine Absichten verrät. Und wir konnten uns schließlich nicht sicher sein, dass dieser Halunke unserer Aufforderung, die Gegend zu verlassen, wirklich nachkommen würde. Tim sammelte derweil die Waffen der beiden Kerle ein. Das Messer durfte der von seinem Kumpan mit Bill angesprochene am Leib behalten, musste aber vom Pferd herunter. Winnetou erklärte, der Häuptling der Apachen wird nun das Pferd des Bleichgesichts ein ganzes Stück des Weges zurückführen und dort irgendwo anbinden, sodass er es sich später abholen kann. Sein Gewehr wird der weiße Mann dort ebenfalls wieder vorfinden. Das war eine weise Vorsichtsmaßnahme. So konnte der Kerl uns nicht in den Rücken schießen, wenn ich auch fest davon ausging, dass er bei einer Übermacht von 6 Personen nicht so lebensmüde sein würde, nochmals Händel mit uns zu suchen. Tim verstaute inzwischen die einbehaltenen Waffen in seinen Satteltaschen. Wir hielten uns keine Minute länger bei dem Zurückgelassenen und seinem toten Kumpan auf, sondern machten uns wieder auf den Weg. Hoffentlich sind wir den Tramps noch nicht so dicht auf den Fersen, dass sie die Schüsse gehört haben könnten, sorgte sich Jim Hoffmann leicht. Meine weißen Brüder können unbesorgt sein. Wir haben noch ein ganzes Stück zu reiten, beschwichtigte Nene Posta den redseligeren der beiden Snuffles sofort. Wir ritten tatsächlich noch mehr als eine Stunde. Dann führte uns der Osage einen leichten Abhang hinan, der in ein Waldstück hineinführte. Das Reiten war im Gehölz etwas beschwerlich, da sich felsiger Untergrund immer wieder mit schwerem Mutterboden abwechselte. Wenig später wand sich ein kleiner Bach quer vor uns durch das Waldstück. Da dieser nur 2 Handbreit hoch Wasser enthielt, wateten wir leicht mit unseren Pferden durch das kühle Nass, gönnten ihnen aber in dem Rinnsal ein kurzes Verweilen, damit sie sich an dem Wasser gütlich tun konnten. Nach einer kurzen Verschnaufpause führte der Weg nun immer, zwar nur leicht, aber dafür stetig bergan. Auf einmal öffnete sich der Blick. Da die eng zusammenstehenden roten Zedern mehr und mehr auseinanderwichen und auf dem schmalen Freiplatz, der so entstand, eigentlich eher ein kleines Plateau, hockten und lagen die Krieger der Osagen. Ich heiße Karin Hartmann, ich bin Schauspielerin bei den Störtebeker Festspielen und freue mich, dass ich hier mitlesen durfte und vor allen Dingen freue ich mich natürlich auf den nächsten Sommer 2022, wenn ihr zu einer unserer Vorstellungen im Angesicht des Wolfes auf die schöne Insel Rügen kommt, nach Halsvík. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss.
Winnetou und Old Shatterhand, die Tramps vom Kansas River. Um zu erfahren, wie es weitergeht, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. So long.